بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir, insha'Allah ta'ala, werden heute weitermachen mit unserer Reihe. Und zwar heute mit dem zweiten Teil von Ya'juj und Ma'juj. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Reihe zu. Und wir hatten letzte Woche über Ya'juj und Ma'juj gesprochen gehabt. Das dritte Zeichen, über das wir jetzt sprechen, von den großen Zeichen des jüngsten Tages. Und wir haben uns zunächst erst einmal mit Ya'juj und Ma'juj in der Zeit von Dhul-Qarnayn beschäftigt gehabt. Und wir haben auch aufgezeigt, oh, Entschuldigung, das ist der Sheikh Mohammed Taha. Kannst du mal rangehen und gucken, dass sagen, ich bin im Unterricht, inshallah. Barakah fik. Und wir hatten kurz über Dhul-Qarnayn gesprochen gehabt, wer das gewesen sein könnte. Erinnert ihr euch vielleicht an einige Namen, die wir als mögliche Kandidaten für Dhul-Qarnayn gesprochen hatten? Alexander der Große. Alexander der Große, obwohl das der Schwächste unter ihnen war. Aber es ist so der Bekannteste, subhanallah. Also man liest das immer wieder auch in Büchern, Tafsir-Büchern etc. Aber er kann es eindeutig nicht gewesen sein, weil es einfach weder moralisch noch von der Aqide her stimmt. Welche Kandidaten hatten wir noch gehabt? Darius, genau. Darius, ja, der erste, der einer der, sage ich mal, ja, sehr, sehr starken Kandidaten gilt. Ja, Kyros ebenfalls, ein persischer Herrscher. Und wir hatten da noch einige andere, Galgamesch und dann Echnaton, das ist der ägyptische Herrscher, der zum Tauhid aufgerufen haben soll. Also es gibt da einige sozusagen Namen, die in Frage kommen würden. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, was er ganz konkret gemacht hat in Bezug auf Ya'juj und Ma'juj. Und zwar hat er einen Wall errichtet, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran berichtet. Und wir haben auch uns dann darüber Gedanken gemacht, wer könnte eigentlich Ya'juj und Ma'juj sein? Und haben dann auch aufgezeigt, dass es einige Gelehrte gibt, die davon ausgehen, dass dieser Wall, der von Dhul-Qarnayn errichtet wurde, heute eigentlich gar nicht mehr so besteht. Und das ist bereits ein Herauskommen von Ya'juj und Ma'juj gegeben hat. Und dass das nicht einmalig sein wird, sondern dass es noch ein weiteres Mal kommen wird. Und wir werden heute darauf nochmal etwas spezifischer zu sprechen kommen. Und wir haben gezeigt gehabt, dass einige Gelehrte davon ausgehen, dass Ya'juj und Ma'juj bereits einmal die Welt überrannt haben. Und zwar während des Mongolensturms. Dass es sich hierbei dann um die Mongolen gehandelt hat, welche im Jahr 1258 nach Christus Bagdad gestürzt haben. Und dass das auch mit einigen Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam übereinstimmt, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie ganz genau beschrieben hat. Jetzt stellt sich aber natürlich eine Frage. Und zwar, die Frage hatten wir letztes Mal schon angesprochen gehabt, wollen wir sie aber noch einmal aufgreifen. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht ja in Surat Al-Kahf darüber, dass Ya'juj und Ma'juj durch Dhul-Qarnayn abgehalten wurden durch diesen Wall, den er dann errichtet hat. Und dass dann, wenn das Versprechen Allahs kommt, Allah subhanahu wa ta'ala diesen Wall niedermachen wird. Surat Al-Kahf heißt es, قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي. Er, also Dhul-Qarnayn, sagte, dies ist eine Barmherzigkeit meines Herrn. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft,
lässt er ihn in sich zusammensinken, also diesen Wall, den Dhulqarnain errichtet hat. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّ Und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Es stellt sich die Frage, worauf bezieht sich das? Bezieht sich das auf die Zeit von Isa alayhi salam? Und wir kommen heute zu den Hadithen, insha'Allah ta'ala, die dann genau über dieses Erscheinen von Ya'juj und Ma'juj sprechen, im Detail. Oder kann es sein, dass das auch schon vorher geschehen ist? Und wir hatten letzte Woche erwähnt gehabt, dass es einen Hadith gibt, der von einigen Gelehrten für nicht authentisch eingestuft wird, weil er nämlich allen anderen Hadithen widerspricht. Nämlich jener Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, dass Ya'juj und Ma'juj jeden Tag zu diesem Wall gehen und versuchen, ihn dann zu überwinden und ein Loch in ihn hineinzubohren. Und immer, wenn sie an einem Abend fast ihn durchbrochen haben, kehren sie zurück und am nächsten Tag ist der Wall wieder, wie er am Vortag gewesen ist, also ohne Loch. Und das geht so lange bis zum jüngsten Tag, wenn Allah Ta'ala es erlauben wird, dass sie dann herauskommen, wo sie dann am Abend sagen werden, Insha'Allah, und dann finden sie das Loch so vor, wie sie es am Vorabend dann zurückgelassen haben und werden dann erscheinen. Diese Überlieferung ist eine Überlieferung, die einige Gelehrte in Frage gestellt haben, sowohl von der Überliefererkette her, wird überliefert von Tirmidhi und einigen anderen, als auch vom Inhalt her. Warum sagen sie, dass diese Überlieferung nicht stimmen kann? Und ich halte diese Meinung für sehr, sehr stark. Und zwar der Grund ist, warum diese Überlieferung nicht stimmen kann, ist, dass sie einer anderen, authentischeren Überlieferung widerspricht. Die hatten wir letztes Mal auch erwähnt gehabt. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei einer seiner Ehefrauen gewesen ist, Zainab bint Jahsch, und dann plötzlich aufstand in der Nacht und sagte, La ilaha illallah, waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab, wehe den Arabern vor einem Bösen, was nahe gekommen ist. Futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj hakadha. Heute ist von dem Wall von Ya'juj und Ma'juj so viel geöffnet worden. Das heißt, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, könnt ihr mal die Tür zumachen, das stört ein bisschen. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sich so viel geöffnet hat von dem Wall. Was ja ein deutlicher Widerspruch ist zu dieser anderen Überlieferung, welche besagt, dass noch gar kein Loch vorhanden ist. Und deswegen kann man, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, davon ausgehen, dass dieser Wall heutzutage vielleicht gar nicht mehr besteht. Und dass wir diesen Wall heutzutage auch gar nicht mehr sehen können, weil er gar nicht mehr da ist. Und dass mit diesem Wall, das heißt mit das, was Dhulqarnain errichtet hat, nicht ein Wall gemeint ist, der sie irgendwie einsperrt an einem Ort, sondern dass sie sich ganz normal bewegen konnten, nur keine Möglichkeit mehr hatten, das Unrecht auszuüben, was sie vorher ausgeübt hatten. Weil wenn wir uns nochmal Surat Al-Kahf anschauen und nochmal uns in Erinnerung rufen, was nämlich das Volk zu Dhulqarnain gesagt hat. Sie sagten, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sie sagten, O Dhulqarnain, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest. Einen Wall errichtest, eine Sperrmauer errichtest. Hier steht nichts davon, dass sie eingesperrt werden unter der Erde oder weiß ich nicht was. Sondern steht lediglich, dass sie davon abgehalten werden sollen, dass sie ihnen Unrecht tun können. Und das kann durchaus sein. Manchmal sind es wirklich Gebirge, einfach nur ein Gebirge, was einen Pass hat, wo dann die Menschen diesen Pass überschreiten können, um auf die andere Seite zu kommen. Diese ganz natürlichen Grenzen, die man hat. Und es kann sein, dass es einen Pass gab, wo dann Ya'juj und Ma'juj die Möglichkeit hatten, die anderen Völker anzugreifen. Und durch die Arbeit von Dhulqarnain, der diese Sperrmauer, diesen Wall errichtet hat, ja, die diese Möglichkeit nicht mehr hatten. Aber dann die Zeit kommen sollte, wo diese Möglichkeit wieder besteht. Und interessant ist, was Allah subhanahu wa ta'ala dann am Ende der Geschichte in Surat al-Kahf noch sagt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, حتى إذا فإذا جاء وعد ربي جعله
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Und wir lassen sie an jenem Tag ineinander sozusagen übergehen, wie Wellen. Es gibt einige Gelehrte, die gesagt haben, subhanallah, das ist ein Zeichen dafür, dass die Völker ineinander übergehen werden. Dass die Grenzen zwischen den Völkern, die wir damals hatten, auch diese natürlichen Grenzen, dass diese Grenzen überwunden werden. Heutzutage gibt es in dem Sinne nicht mehr wirklich diese natürlichen Grenzen. Gibt es vielleicht noch teilweise, aber nicht mehr so ausgeprägt. Ja, man hat heute Flugzeuge, ja, all diese Dinge, die man früher nicht hatte. Und dass somit im Grunde durch eine Form von Globalisierung diese natürlichen Grenzen, die früher für die Menschen bestanden haben, heutzutage gar nicht mehr vorhanden sind. Und dann sagt er, und dann wird in das Horn geblasen. Subhanallah, so als wäre das ein Zeichen des jüngsten Tages. Sehr interessant, sehr interessant. Also, wir müssen also davon ausgehen, dass es für Ya'juj und Ma'juj Wellen gegeben hat. Was wir letztes Mal nicht erwähnt hatten, ist vielleicht auch noch interessant. Und zwar, was ist eigentlich die Bedeutung der beiden Worte Ya'juj und Ma'juj? Was bedeutet das eigentlich sprachlich? Weil das gibt uns auch ein bisschen Aufschluss darüber, dass vielleicht damit nicht unbedingt ein ganz bestimmtes Volk gemeint sein muss, sondern sozusagen vielleicht eine Volksgruppe oder Völker mit einer bestimmten Eigenschaft. Und zwar, Ya'juj und Ma'juj kommt nach einigen Gelehrten von Ajjat an-Nar. Ajjat an-Nar bedeutet, wenn das Feuer auflodert. إذا سمعت صوت لها بها. Wenn du die Stimme oder den Klang ihrer Flammen hören kannst, wenn es so knistert. Ja? أو من الماء الأجاج وهو الشديد الملوح المحرق من ملوحته. Oder es handelt sich um salziges Wasser, was so salzig ist, dass es schon brennt, wenn ich es runterschlucken würde. Wärt ihr wahrscheinlich schon alle mal im Meer schwimmen gewesen. Und wenn das Wasser sehr salzig ist und du schluckst das, das tut unglaublich weh. Oder du bekommst es in die Augen, das brennt. Manche sagen, dass es von Al-Ajj kommt. Und zwar von Sura'atul Adu. Das heißt, dass ich schnell mich bewegen kann. Manche sagen von Al-Ajja, Tashdid, also Al-Ajja. Und bedeutet so viel wie Al-Ikhtilat wal-Ittirat. Also dann, wenn sich die Dinge untereinander mischen. Okay. Allahu a'lam. Aber vielleicht sind es auch Zeichen und Hinweise für bestimmte Eigenschaften, welche auch die Mongolen hatten. Damals, als sie sozusagen die Völker angegriffen haben, da konnten sie sich ja sehr, sehr schnell bewegen. Das, was sie ausgezeichnet war ja, dass sie sehr schnelle Reiter gewesen sind und sehr schnell von einem Ort zum anderen reiten konnten. Und dann von ihren Pferden aus dann andere angreifen konnten mit ihren Pfeilen. Oder dass sie auch, sage ich mal, wenn sie an einem Ort gewesen sind, alles niedergebrannt haben vom Brennen. Das sind alles nur was? Das sind alles nur Spekulationen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Jetzt kommen wir aber zu der letzten Welle, wenn es denn mehrere Wellen gegeben haben soll, von Ya'juj und Ma'juj. Und diese Welle wird eindeutig, weil es hierfür ganz klar authentische Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt, zur Zeit von Isa alaihi salam stattfinden. Und wir wollen uns diesbezüglich noch einmal, insha'Allah ta'ala, dann einen Hadith anschauen, den wir in Sahih Muslim finden. Das heißt, es handelt sich hierbei um was? Um einen authentischen Hadith. Und all das, wie wir es letzte Woche auch erwähnt hatten, wird jetzt in der Zeit von Isa alaihi salam stattfinden. Und hier noch einmal ein Teil eines Hadithes, den wir diesbezüglich haben. Und zwar, während ihr euch in diesem Zustand befindet, wird Allah Isa offenbaren, der jetzt schon da ist. Ich habe veranlasst, dass einige meiner Diener hervortreten werden, gegen die niemand kämpfen kann. Deshalb bring meine Diener an den sicheren Ort Ad-Dur.
Die sollen sich jetzt in den Bergen verstecken. Weil nicht einmal Isa alayhi salam kann gegen sie etwas ausrichten, obwohl er ein Gesandter Allahs ist. Das ist wie gesagt ein Zeichen von den Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Ein Zeichen von den Zeichen des jüngsten Tages. Und es wird jetzt weiter überliefert. Und zwar, das ist die Überlieferung, die wir bei Imam Muslim finden, also eine authentische Überlieferung. Allah wird Ya'juj und Ma'juj entsenden. Sie werden von jeder Anhöhe ausschwemmen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat Al-Anbiya gesagt hat. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. Von jeder Anhöhe werden sie kommen, von überall. Also unglaublich viele. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der erste von ihnen wird am See Genezareth vorbeikommen. Wo ist der See Genezareth? Wo ist das? Wo sind die Palästinenser unter uns hier? Wo ist der See Genezareth? Wo befindet sich Buhayrat Tabariya? Vielleicht ist das einfacher. In Palästina, im Norden Palästinas. Ja, im Norden Palästinas ist der tiefste, tiefliegendste See, ja, auf der Welt. Ja, es gibt nur das Schwarze Meer, was noch tiefer liegt. Ja, aber es ist über 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es gehört übrigens auch zu den Zeichen des jüngsten Tages, hatten wir auch erwähnt gehabt, zu den kleinen Zeichen, dass dieser See austrocknen wird. Und Allah, der Prophet sagt, der erste von ihnen wird am See Genezareth vorbeikommen und trinken, was darin ist. Und der letzte von ihnen wird daran vorbeikommen und sagen, hier war mal Wasser. Allahu Akbar. Was sind das? Sind das Menschen? Wir werden versuchen, darauf heute inshallah ta'ala Antworten zu finden. Das ist, wenn du Adam sind, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das sind auf jeden Fall Abkömmlinge Adams. Das ist Menschen. Aber was für Menschen müssen das sein, dass sie dort ankommen, trinken? Und wenn der letzte von ihnen ankommt, ist kein Wasser mehr dort. Es ist aus meiner Sicht, wallahu a'lam, eine Bestätigung dieses kleinen Zeichens, was wir schon besprochen hatten. Dass nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass der See Genezareth austrocknen wird. Und vielleicht ist er zu diesem Zeitpunkt schon sozusagen so ausgetrocknet oder hat so wenig Wasser, dass es dann gar nicht mehr schwierig ist, dass sie dann sozusagen diesen See komplett austrinken. Jetzt geht es weiter in dieser Überlieferung. Es ist eine sehr lange Überlieferung, mit der wir uns heute inshallah ta'ala beschäftigen werden. Daraufhin werden sie weiter marschieren, bis sie den Berg Khamar oder Khamr, den Berg von Beit al-Maqdis erreichen. Das ist ein Berg, ich habe nochmal nachgeschaut, sozusagen in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem. Und sagen, wir haben die Bewohner der Erde getötet. Lasst uns jetzt die im Himmel töten. Wer sagt das? Das sagen die Leute von Ya'juj und Ma'juj. Das heißt, es sind ganz normale Menschen, die sprechen können, die reden können und die kommunizieren können. Und sie werden alles, was ihnen in den Weg kommt, niedermetzeln. Alles, was ihnen in den Weg kommt, werden sie klein machen. Umbringen. Keine Gnade kennen sie. Und sie werden so weit gehen, dass nachdem sie alles, was vor ihnen war, niedergemetzelt haben, sich jetzt gegen den Himmel richten werden. Und sagen werden, wir haben die Bewohner der Erde getötet, lasst uns jetzt die im Himmel töten. Was damit gemeint ist, mit die im Himmel, Allahu A'lam. Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt das, ja, die im Himmel, ist damit gemeint, Vögel, Tiere, Allahu alam. Sie werden ihre Pfeile in den Himmel schießen und Allah wird ihnen ihre Pfeile blutverschmiert zurückschicken. Pfeile? Wird es wieder Pfeil und Bogen geben? Wird es zu dieser Zeitpunkt noch diese Technologie geben, die wir kennen? Oder handelt es sich um eine Zeit, wo es diese Technologie nicht mehr gibt, weil sie beispielsweise vernichtet wurde durch einen weiteren Weltkrieg, einen Atomkrieg, wie auch immer. Als wir über den Dajjal gesprochen haben, hatten wir eine Theorie erwähnt gehabt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Dajjal wird 40 Tage auf der Erde bleiben. Ein Tag so lang wie ein Jahr.
Ein Tag so lang wie ein Monat, ein Tag so lang wie eine Woche und die restlichen Tage wie unsere Tage. Könnt ihr euch daran erinnern, was wir über diesen einen Tag, der so lang ist wie ein Jahr und wie ein Monat und eine Woche gesagt haben? Wir haben da eine Theorie genannt, die durchaus aus meiner Sicht plausibel sein kann. Nämlich, dass es sich vielleicht um eine Zeit handelt, wo der Dajjal kommen wird, wo zuvor ein Atomkrieg ausgebrochen ist. Und wo vielleicht die Umwelt so verschmutzt ist, dass man überhaupt keine Sonne mehr erkennen kann. So dass man das Gefühl hat, dass ein Tag wie ein Jahr ist. Das war eine Theorie, die wir genannt haben. Allahu a'lam, ob es wirklich so sein wird. Es kann auch sein, dass es wirklich ein Tag wie ein Jahr ist. Das ist alles eine Frage der Interpretation. Am Ende wird es so sein, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam. Aber wie es dann genau sein wird, also wie das dann zu verstehen ist, das weiß nur Allah ta'ala allein. Kann nicht sagen, es wird hundertprozentig so sein oder wie auch immer. Oder welche dieser Interpretationen ist die richtige, das wissen wir nicht. Die Menschen, die das erleben werden, möge Allah uns davor bewahren, die Menschen, die das erleben werden, sie werden es dann auch wissen. Und sie werden dann sagen, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte Allahs hat die Wahrheit gesprochen, sallallahu alaihi wa sallam. Taib. Das heißt mit anderen Worten, es könnte sein, dass es vielleicht wirklich in dieser Zeit von Ya'juj und Ma'juj und dem Dajjal, das ist ja alles aufeinander folgend, dass es vorher einen Atomkrieg gegeben hat, eine Art Weltkrieg, dritter, vierter, ich weiß es nicht, ja, wo die gesamte Zivilisation zerstört ist. Und wo die Menschen vielleicht, und diese Theorien gibt es ja auch wirklich, das ist manche sozusagen auch, haben solche Theorien, habe ich auch schon gelesen, das ist unabhängig vom Islam, dass es nach einem weiteren Weltkrieg, einem Atomkrieg sein könnte, dass die Zivilisation komplett zerstört wird. Und dass die Menschen wieder, sage ich mal, ja, zurückgebombt werden in die Zeit vor sozusagen diese ganze Industrialisierung und Technologie, die wir heutzutage haben. Allah weiß es am besten. Und deswegen, ja, manche sagen, es könnte sein, dass dann die Menschen wieder Pfeil und Bogen benutzen werden und dann, weiß ich, wieder auf Pferden reiten werden, wie auch immer. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach eine Sprache verwendet, die den Menschen damals geläufig war. Weil hätte er jetzt irgendwie versucht, eine Schusswaffe zu beschreiben, ich meine, wie hätte er es beschreiben sollen? Ich würde wahrscheinlich auch irgendwie, man schießt wie einen Pfeil ab. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass es sich hier um eine Technologie handelt, die wir vielleicht nicht einmal kennen heutzutage. Und was ist damit gemeint, dass in den Himmel geschossen wird und plötzlich die Pfeile blutverschmiert wieder zurückkommen werden? Was wird denn im Himmel sein? Ich meine, ich schieße ja auch nicht einfach im Himmel, um irgendwelche Vögel abzuschießen. Sind es dann Flugzeuge? Sind Allahu a'lam. Dieses Wissen muss man einfach wem überlassen? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber eines ist klar. Und zwar, Ya'juj und Ma'juj werden an einem Punkt gelangt sein, wo sie übermütig sind. Sie denken, sie können alles. Sie denken, keiner kann sie mehr aufhalten. Niemand kann sich ihnen mehr in den Weg stellen. Die Erde haben wir schon jetzt beherrscht. Jetzt können wir uns dem Himmel zuwenden. Und das ist immer der Zeitpunkt, wo sich das Blatt wendet. Umso hochmütiger du wirst, desto gefährlicher wird es, dass du fällst. Es gibt ein deutsches Sprichwort, mir fällt es gerade nicht ein, mit dem Ross. Kennt jemand das Sprichwort mit dem Ross und dem Hochmut? Fällt mir gerade nicht ein, das deutsche Sprichwort diesbezüglich. Ja, aber es gibt genau das wieder, ja, dass man aufpassen muss, ja, dass man nicht sozusagen zu hochmütig wird, weil dann die Gefahr sehr groß ist, dass man fallen kann. Und genau das geschieht jetzt, subhanallah. Sie übertreiben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet jetzt, was in dieser Zwischenzeit mit Isa alaihi salam und seinen Gefährten geschehen wird. Dann werden der Prophet Allahs Isa alaihi salam und seine Gefährten belagert werden, bis der Kopf einer ihrer Bullen besser sein wird als 100 Dinar für einen von euch heute. Was ist damit gemeint? Sie werden keine Möglichkeit haben, den Berg, auf dem sie sich befinden und wo sie sich versteckt haben,
um sich zu schützen, zu verlassen. Und was bedeutet das für sie? Sie haben keine Verpflegung. Sie haben nicht ausreichend zu essen. Und deswegen zeigt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, dass in dieser Zeit ein Bullenkopf, einfach nur ein Kopf, wo kein Fleisch dran ist, also der Rest von einem Tier, mehr wert sein wird für Isa alaihi salam und die Gläubigen als heute 100 Dinar. Wie viel sind denn 100 Dinar? Wie viel sind 100 Dinar? Was ist denn ein Dinar? Was ist das für eine Währung? Goldmünzen, genau, das sind Goldmünzen. Und wie viel wiegt ein Dinar? Soweit ich mich entsinnen kann, 4,5 Gramm reines Gold. Wenn ich also 100 Dinar habe, wie viel ist das? Das sind 450 Gramm Gold. Wie viel ist das umgerechnet heute? Kann das mal jemand ausrechnen? Macht mal 450 mal 50. Wie viel ist das in Euro? 22.500. Also ein Bullenkopf ist für die Menschen in dieser Zeit mehr wert als 22.500 Euro. Allahu Akbar. Also das ist schon ein Vermögen, schon viel Geld. Und das zeigt noch einmal, was das für eine schwierige Zeit sein wird. Und es gibt andere Überlieferungen, das finden wir jetzt nicht in diesem Hadith von Imam Muslim. Und zwar, dass die Gläubigen sich zu dieser Zeit von Isa, weil sie solch einen Hunger haben, sich nur noch durch den Tasbih ernähren können und durch den Dhikr ernähren können. Weil sie, wie gesagt, kaum noch etwas zu essen haben und das Einzige, was sie am Leben erhält, ist ihre Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment. Also es wird eine unglaublich schwierige Zeit sein. Warum ist das laut gestürzt? Es wird eine unglaublich schwierige Zeit sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird die Gläubigen sehr, sehr hart prüfen in dieser Zeit. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Allahs Isa und seine Gefährten werden Allah anflehen und Allah wird einem Wurm entsenden, der sich in ihren Nacken festsetzt, woraufhin sie allesamt am nächsten Morgen zugrunde gegangen sein werden. Isa alaihi salam und die Gläubigen, die an seiner Seite sind, haben keinen Ausweg mehr, außer Dua zu machen. Und das Dua bleibt einem Muslim inne, walhamdulillah. Wie es vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert wird, Ad-Dua silahul mu'min. Das Dua ist die Waffe des Mu'mins. Das Dua sollte eigentlich das erste Mittel sein, aber auch das letzte Mittel sein. Viel zu häufig vergessen wir, Dua zu machen. Und in dieser Situation, subhanallah, werden sich die Gläubigen wirklich ausschließlich Allah zuwenden. Aber ich sollte als Muslim immer Dua machen. Das Dua, wie es der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, huwa al-ibade, ist die Ibade. Die wichtigste Ibade überhaupt. Für alles, was ich tue, ob ich bete, ob ich faste, alles ist eine Form von Dua am Ende. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, ardaya, hat gesagt, inni la ahmilu hamma al-ijabati biqadri ma ahmilu hamma al-dua. Ich mache mir nicht große Sorgen über die Ijabe, dass Allah mir antwortet, in dem Maße, wie ich mir darüber Sorgen mache, dass ich überhaupt Dua mache. Warum? فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَى كَانَتْ مَعَهُ الْإِجَابَ. Weil wenn mir das Dua eingegeben wird, ist damit auch gleichzeitig was verbunden? Die Beantwortung meines Duas. Subhanallah. Ich muss auch sagen, subhanallah, manchmal sehe ich Brüder oder Schwestern, aber Brüder in der Moschee. Die siehst du, die sind immer mit Dua beschäftigt. Im Prinzip, können minutenlang, manchmal wirklich 20, 30 Minuten, ohne dass sie müde werden, Dua machen. Ich bewundere diese Leute, die so inbrünstig Dua machen können. Weil sie nämlich ganz genau wissen, subhanallah, dieses Dua wird erhört. Das ist ein Zeichen für deinen Iman. Und die Gläubigen zu dieser Zeit, ihm bleibt nichts anderes übrig, als was zu machen, als Dua zu machen. Versuche, dein Dua immer zu nutzen. Es wird überliefert von den Sahaba, radwanallahu alaihi, dass sie Allah gebeten haben um die kleinsten Sachen. Wenn sie Salz brauchten, sagten sie, ja Allah, gib mir Salz. Kleinsten Sachen, für die kleinsten Sachen haben sie Dua gemacht. Mach auch für alle Angelegenheiten Dua, unterschätze niemals dein Dua. Und wie gesagt, sie werden jetzt ein Dua machen. Und jetzt geschieht etwas Merkwürdiges. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie ein Science-Fiction-Film. Wir werden versuchen, inshallah ta'ala,
ja, Antworten darauf zu finden. Und zwar, sie machen Dua und was geschieht jetzt? Allah wird einen Wurm entsenden, der sich in ihren Nacken festsetzt, woraufhin sie allesamt am nächsten Morgen zugrunde gegangen sein werden. Was für ein Wurm? Und warum ein Wurm? Warum nicht ein Orkan? Warum nicht ein Erdbeben? Warum ein Wurm? Hierin liegt eine sehr, sehr tiefgründige Weisheit, subhanallah. Wir haben gerade erwähnt gehabt, sie haben angefangen, hochmütig zu werden. Wir haben alle auf der Erde getötet. Keiner kann uns mehr irgendetwas antun. Jetzt kommen wir zum Himmel. Wir vernichten alles. Wir sind die Herren über diese Welt. Und jetzt schickt Allah subhanahu wa ta'ala eines der schwächsten Geschöpfe überhaupt, was in der Erde lebt, worauf man tritt. Und dieses kleine Geschöpf, subhanallah, wird sie alle vernichten in einem einzigen Moment. Subhanallah. Du denkst, du bist was Gewaltiges und Allah ta'ala erschickt eines seiner schwächsten Geschöpfe und vernichtet dich damit. Kennt die Geschichte von diesen tyrannischen Herrscher, der versucht hat, Ibrahim alayhi salam herauszufordern. Und zwar in Namrud. Allah Ta'ala erzählt uns seine Geschichte in Surat al-Baqarah. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-Mulk. Hast du nicht jenen gesehen, der Ibrahim versucht hat, mit ihm zu debattieren, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hat? Iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumid. Als Ibrahim sagte, mein Herr, er gibt Leben und er lässt sterben. Woraufhin dann An-Namrud antwortete, Ana uhyi wa umid. Ich kann ebenfalls Leben geben und sterben lassen. Und er nahm zwei Sklaven. Dem einen schenkte er das Leben, zwei Gefangene. Dem einen sagte er, du bist frei, schenkte dir das Leben. Den anderen ließ er hinrichten. Sagte er, hey, guck mal, ich habe Leben gegeben und ich habe sterben lassen. Ibrahim a.s. hat sich gar nicht darauf eingelassen. Er sagte, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Allah Ta'ala, er bringt die Sonne oder lässt die Sonne im Osten aufgehen, so lass sie doch im Westen aufgehen. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Das verstummte derjenige, der ungläubig war. Wie ist an Namrud gestorben, dieser hochmütige Tyrann? Weiß jemand, wie er gestorben ist? Mit einer Fliege. Eine Fliege, die ihn verrückt gemacht hat, subhanallah. So ein schwaches Geschöpf, den nimmst du eine Fliegenklatsche und schon ist es tot. Dieses schwache Geschöpf, dieses kleine Geschöpf hat diesen Tyrannen vernichtet. Allah Ta'ala ergibt uns Zeichen, subhanallah. Du kannst noch so hochmütig sein. Am Ende ist es eines der kleinsten Geschöpfe, was dich kaputt macht. Und hier, subhanallah, sie sind hochmütig, denken, ah, wir können jetzt alles besiegen. Und jetzt kommt so ein kleiner Wurm, setzt sich in ihrem Nacken fest und sie sind vernichtet, subhanallah. Es gibt jetzt hier eine, ich finde die Theorie interessant. Ich finde die Theorie interessant, aber Allahu a'lam. Ja. Und zwar gibt es einige, die gesagt haben, wie beispielsweise Yasir al-Qadi hat das erwähnt in einer Reihe über auch die Zeichen des jüngsten Tages. Es war nicht seine Theorie, aber er meinte, das habe ich von einem guten Freund, diese Theorie. Und ich finde die gar nicht mal so abwegig, diese Theorie. Er nennt sie die Zombie-Theorie. Er nennt sie die Zombie-Theorie. Zombie sind leblose, sozusagen eigentlich tote Menschen, die eigentlich irgendwie dann wieder ein, ja, ihr kennt ja alle Zombies, muss ich nicht hier erklären, glaube ich. Und vieles von dem, was wir hier hören, von ihren Handlungen, deutet vielleicht auch so ein bisschen darauf hin, dass es sich hier vielleicht auch um, sage ich mal, Menschen handelt, die so ein bisschen irrational sind. Ich weiß jetzt nicht, also, ob es unbedingt Zombies sein müssen im Sinne von Untote. Das mag absurd klingen. Aber vielleicht ist es möglich, dass es sich um Menschen handelt, die vielleicht an sich Menschen sind, aber gleichzeitig auch anders reagieren und anders denken und anders fühlen als normale Menschen. Vielleicht, wer weiß, ja, das sind alles natürlich Science Fiction jetzt Überlegungen, aber es ist durchaus möglich, ja, ob es irgendwelche Klone sind
oder ob eine Pandemie von Krankheit ausbricht, ja, welche Menschen dazu bringt, etwas zu tun, ja, was sie normalerweise nicht tun würden. Ja. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, ja, wir wissen es nicht wirklich. Ja. Wir wissen nur, es werden sehr, sehr viele von ihnen sein, unglaublich viele. Und sie werden Dinge machen, die wir als Menschen nicht tun würden, einen See austrinken. Das heißt, es ist schon sehr befremdlich. Gleichzeitig können sie aber kommunizieren und sie können reden. Sind es ganz normale Menschen? Vielleicht beschreibt der Prophet auch nur, dass sie das Wasser nutzen werden von dem See. Und es sind wirklich ganz normale Menschen, die einfach Unrecht tun werden. Aber vielleicht sind es auch Menschen, die vielleicht Menschen sind, aber von einer Krankheit befallen sind oder wie auch immer. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Und auf jeden Fall sagt jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Allah wird einem Wurm entsenden, der sich in ihren Nacken festsetzt, woraufhin sie allesamt am nächsten Morgen zugrunde gegangen sein werden. Als dann werden sich der Prophet Allahs Isa und seine Gefährten hinunterbegeben und sie werden nicht einmal einen Flecken Erde von der Größe einer Handspanne vorfinden, der nicht mit ihren Leichen und ihrem Fäulnisgeruch bedeckt ist. Das sind so viele, dass egal wo du hinguckst, liegt einer von ihnen, subhanallah. Und eine Überlieferung, ja, die wir auch vorfinden, und zwar in Sahih Muslim, zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal auf, wie viele das sind. Allah wird sagen, O Adam, und dieser wird sagen, hier bin ich, dir zu Diensten, und alles Gute ist in deiner Hand. Er wird sagen, bring jene herbei, die zur Hölle geschickt werden. Adam wird antworten, wer sind diejenigen, die zur Hölle geschickt werden? Er wird sagen, von je 1000 sind es 999. An diesem Punkt bekommen die Jungen graue Haare, jede Schwangere wird hinniederkommen und die Menschen werden wie betrunken sein, obwohl sie es nicht sind. Doch die Strafe Allahs ist hart, ist eine Ehe. Sie fragten, O Gesandter Allahs, wer von uns wird der eine sein? Er antwortet, seid frohen Mutes, denn es wird einer von euch sein und 1000 von Ya'juj und Ma'juj. Subhanallah. 1000 von Ya'juj und Ma'juj. Das heißt, unglaublich viele. Sie werden den gesamten Erdboden bedecken. Ob die gesamte Welt, weiß ich nicht. Das sagt der Prophet auch nicht. Aber zumindest dort, wo Isa alaihi salam ist, werden sie den kompletten Boden mit ihren Leichen bedecken. Und dann, sagt der Prophet Isa alaihi salam, und seine Gefährten werden zu Allah beten. Und er wird Vögel, die wie die Hälse baktrischer Kamele, sind Trampeltiere, sind, schicken, die sie fortnehmen und dort abwerfen werden, wo Allah es möchte. Allahu alam. Also ich habe hierauf keine Interpretation, ich weiß nicht. Einfach so nehmen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Dann wird er Regen schicken, der von keinem Haus aus Ton oder Haar, Zelt, abgehalten werden kann. Er wird die Erde reinwaschen und sie wie einen polierten Spiegel zurücklassen. Das heißt, mit anderen Worten, nachdem Ya'juj und Ma'juj vernichtet wurden und Allah subhanahu wa ta'ala die Erde von ihnen bereinigt hat, wird die Erde rein sein, sauber sein. Wie ein Spiegel, ein polierter Spiegel. Dann wird zu der Erde gesprochen, bring deine Früchte und deine Segnungen hervor. An jenem Tag wird eine Gruppe Menschen von einem einzigen Granatapfel essen und Schatten in seiner Schale finden können. Wie? Nochmal. An jenem Tag wird eine Gruppe Menschen von einem einzigen Granatapfel essen und Schatten in seiner Schale finden können. Das heißt, ein Granatapfel, der so groß ist, dass Menschen in ihm Schatten finden. Die Milch wird so voller Segen sein, dass ein Milchkamel für eine große Gruppe Menschen, eine Milchkuh für einen ganzen Stamm und ein Milchschaf für eine Familie ausreichen wird. Und während sie sich noch in diesem Zustand befinden, wird Allah einen guten Wind schicken, der sie unter ihren Achseln fasst und die Seele jedes Gläubigen und Muslims hinwegnimmt. Das ist dann etwas später. Und zwar, also diese Überlieferung, die fasst das alles ein bisschen zusammen. Und zwar in der Zeit, wo Isa alaihi salam nicht mehr lebt. Bevor wir diese Überlieferung noch jetzt zu Ende lesen, insha'Allah ta'ala ist nicht mehr viel, ja, müssen wir uns insha'Allah ta'ala erst einmal anschauen, wie lange wird Isa alaihi salam jetzt denn noch auf der Erde bleiben? In der Zeit, wo jetzt alles gesegnet sein wird. Das heißt, Allah ta'ala, er hat sie hart geprüft. Einmal mit dem Messias Dajjal. Dann kommt Isa alaihi salam, tötet ihn. Sie denken, Alhamdulillah, die Sache ist vorüber. Und dann kommt Ya'juj und Ma'juj. Und Allah prüft sie noch einmal. Und nach dieser harten Prüfung
kommt dann diese paradiesische Zeit, wo Allah subhanahu wa ta'ala, weil es sich dann nur noch um Gläubige handeln werde, zu diesem Zeitpunkt, ja, oder zumindest in dieser Region, ja, wird Allah subhanahu wa ta'ala die Erde segnen. Wie lange wird Isa alayhi salam jetzt aber auf der Erde weilen? Das geht aus einer anderen Überlieferung hervor, und zwar, dass Isa alayhi salam dann noch insgesamt 40 Jahre lang auf der Erde weilen wird. Und die Muslime ihn daraufhin bestatten werden, nachdem sie dann das Totengebet für Isa alayhi salam abgehalten hat. Und hier wird nochmal überliefert, wie schön das Leben sein wird, nachdem Isa gekommen ist. Dem Himmel wird erlaubt werden, Regen herabzusenden, und der Erde wird erlaubt werden, ihre Pflanzen hervorzubringen. Selbst wenn du deine Saat auf einen glatten Felsen streuen würdest, würde sie zu wachsen beginnen. Wenn ein Mann an einem Löwen vorbeigeht, wird dieser ihn nicht angreifen. Und wenn er auf eine Schlange tritt, wird sie ihm nichts tun. Weder werdet ihr Groll gegeneinander hegen, noch werdet ihr neidisch aufeinander sein oder einander hassen. Allahu Akbar. Was wird das für eine Zeit sein? Wird das die gesamte Welt betreffen? Ein Teil der Welt? Allahu Alam. Aber es ist schon fast eine paradiesische Zeit. Was lernen wir daraus? Etwas sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister. Und zwar, wenn die Menschen so handeln würden, wie es Allah Ta'ala von ihnen möchte, dann würde Allah Subhanahu wa Ta'ala alles, was sie haben, segnen. Ja, sie würden im Grunde genommen ein Leben wie im Paradies führen. Und hier ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns. Wenn du möchtest, dass Allah Ta'ala die Glückseligkeit in der Dunya gibt und dann auch Glückseligkeit im Akhira, dann solltest du versuchen, an den Geboten Allahs festzuhalten. Was bedeutet das aber ganz konkret? Heißt das, dass Allah Ta'ala dich nicht mehr prüfen wird? Bedeutet das, dass dein Leben plötzlich sorgenfrei sein wird? Nein. Diese Glückseligkeit ist nicht etwas, was bedeutet, dass du keine Sorgen mehr haben wirst in dieser Dunya, weil Sorgen wird jeder Mensch haben. Es bedeutet lediglich, dass egal in welchem Zustand du dich befinden wirst, du wirst mit diesem Zustand umgehen können. Und du wirst trotzdem zufrieden sein, egal wie hart die Prüfung sein mag. Und das ist das, was der Prophet in der bekannten Überlieferung, die wir schon oft erwähnt haben, dann auch gesagt hat. Bewundernswert ist die Angelegenheit des Mu'mins. Seine Angelegenheit ist in jeder Hinsicht gut für ihn. Wenn ihm Schlechtes zustößt, ist er geduldig und das ist besser für ihn. Und wenn ihm Gutes zustößt, ist er dankbar und das ist besser für ihn. Und das müssen wir verstehen, weil viele denken, wenn ich jetzt Iman habe, heißt es, dass ich keine Probleme mehr habe. Nein, das sagt keiner. Du kannst genauso Probleme haben, kannst genauso mal finanzielle Probleme haben, vielleicht auch mit der Familie Probleme haben, deinem Alltag Probleme haben. Das gehört zum Leben. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Wir haben den Menschen in einer Enge erschaffen. Diese Dunya ist dazu da, um geprüft zu werden. Aber egal, was dir widerfährt, du wirst immer innerlich zufrieden sein, weil du weißt, warum diese Prüfung da ist. Und du weißt, dass egal was passiert, darin immer auch etwas Gutes liegt, auch wenn du es nicht erkennen kannst. Und wie gesagt, die Gläubigen, subhanallah, sie werden jetzt schon ein paradiesisches Leben auf Erden haben. Und Adam alayhi salam, er wird dann bestattet, nachdem er noch einmal 40 Jahre auf der Erde weilen wird. Kommen wir jetzt zum Abschluss der Überlieferung, inshallah ta'ala. Und während sie sich noch in diesem Zustand befinden, wird Allah einen guten Wind schicken, der sie unter ihren Achseln fasst und die Seele jedes Gläubigen und Muslims hinwegnimmt. Es werden nur noch die übelsten Geschöpfe übrig bleiben, die wie die Esel miteinander Unzucht treiben, und über diese wird die Stunde hereinbrechen. Subhanallah. Was entnehmen wir daraus? Erstens, es bestätigt noch einmal das, was wir gerade gesagt haben. Es werden nicht nur die Gläubigen auf der Erde sein, sondern vielleicht an einem Ort, aber es wird noch Ungläubige auf der Erde geben zu diesem Zeitpunkt, Nummer eins. Nummer zwei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt auf, es wird dann ein Wind kommen, ein sanfter Wind. Und er wird die Gläubigen unter ihren Achseln fassen und dann ihre Seelen sanft aus ihrem Körper ziehen, sodass nur noch ungläubige Menschen auf der Erde sind. Bevor das geschieht aber, kommt noch etwas anderes. Weil wir haben noch einige Zeichen, die wir inshallah ta'ala nächste Woche dann besprechen werden, wie Adab. Ja? Aber inshallah ta'ala, das wird in dieser Überlieferung jetzt nicht erwähnt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder zumindest der Überlieferer, erwähnt hier Dinge,
ja, die dann erst etwas später geschehen werden. Und lässt einige Dinge aus. So, nur mal Überlieferung, dass nicht immer alle Informationen erwähnt werden. Und hier in einer anderen Überlieferung wird noch Folgendes gesagt, was dann die Gläubigen mit den auch Waffen von Ja'juj und Ma'juj machen werden. Isa und seine Gefährte werden Allah anflehen und Allah wird Vögel, die wie die Hälse baktrischer Kamele, also Trampeltiere sind, gegen sie entsenden. Sie werden sie vortragen und in tiefe Löcher werfen. Und die Muslime werden ihre Pfeile, Bogen und Köcher 7 Jahre lang als Brennstoff nutzen. Ja, das auch nochmal dazu, insha'Allah ta'ala. Das ist das Zeichen von Ya'juj und Ma'juj gewesen. Es sind sehr viele Fragezeichen. Wir wissen nichts wirklich genau. Wir können nur das wiedergeben, was, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat und der Koran uns berichtet hat. Und alles andere ist reinste Spekulation. Aber man kann trotzdem versuchen, eine vernünftige Interpretation zu finden. Wir haben es versucht, aber am Ende weiß es nur Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch kann mit Bestimmtheit sagen, es wird genauso sein. Subhanallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.